Zwickau und seine Forschungsinteressen gelten der Geschichte des ökonomischen Denkens, der Ordnungsökonomik und der Wirtschaftssoziologie. Ja, und vielleicht vorab eine kleine Anmerkung. Nächste Woche sprechen wir über die Außenpolitik der 2020er Jahre. Dann wieder Donnerstag und wieder 17 Uhr. Genau, das ist erstmal so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, im Laufe der Sendung können Sie Fragen, Statements, Anmerkungen an uns richten. Und dazu nutzen Sie bitte das F&A-Tool hier auf Zoom. Und zögern Sie bitte nicht, uns zu schreiben, die Stunde hier ist manchmal schneller vorbei, als uns lieb ist. Und damit will ich auch direkt zum Thema kommen. Das heutige Thema ist die Strukturkrise der deutschen Automobilindustrie. Und ja, schon vor der Pandemie zeichneten sich ja Absatzprobleme im Binnenmarkt ab und auf den Märkten in Fernost und in den USA sowieso ab. Etwa infolge auch des Dieselskandals und vor dem Hintergrund neuer Konkurrenten. Und Supply Chains haben sich ja etwas als anfällig in der Krisenzeit erwiesen und Regularien wie die Euronorm 7 wären noch problematischer. Ja, dieser Skandal hat Milliarden Euro gekostet, die nun in der Entwicklung fehlen. Und wir wollen uns heute ordnungspolitisch mit der Automobilindustrie und den Facetten ihrer auseinandersetzen. Aber dazu müssen wir auch sagen, also ich für meinen Teil bin jetzt kein Automobilexperte. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Ja, genauso wenig. Und ich finde es gut, dass wir das jetzt gleich am Anfang auch etwas gerade rücken und auch wirklich ganz explizit sagen, denn es gibt ja irgendwie heutzutage viel zu viele Experten für alles. Ich bin kein Experte. Man kann sogar vielleicht erwähnen, dass ich gar kein Auto habe. Aber ich lebe nun seit knapp 10 Jahren in Zwickau, einer Stadt, die seit über 100 Jahren ganz, ganz eng am Automobil hängt. Hat auch eine ganz interessante, man kann fast sagen, dialektische Autogeschichte, einerseits mit Audi oder mit dem Trabi. In den letzten Jahren habe ich sehr viele Bachelor- und Diplomarbeiten als Zweitprüfer betreut zu verschiedensten Themen, die mit dem Auto zusammenhängen. Und es ist eben so, dass Profs auch lernen und nicht nur die Studenten von uns. Und so hat sich bei mir einfach ein gesunder, laienhafter Zugang zu dem Thema gebildet. Außerdem ist es so, dass Zwickau momentan der E-Auto-Standort von VW ist und deshalb ist die Stadt sozusagen mittendrin und ich hoffe, dass dieser neutrale Blick hilft. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn Leute über etwas reden, bei dem sie weder fanatisch noch eben Hasser sind. Und das ist bei mir auch mit dem Auto so. Es weckt bei mir auch wenig Emotionen, weder positiv noch negativ. Und vielleicht ist es gerade die gute Haltung oder die richtige Haltung, um halt an so ein Thema heranzutreten. Stimmt. Ganz klar. Jetzt hab ich direkt unterbrochen, direkt zu Beginn. Ich wollte nur sagen, dass im Gegensatz zu dir habe ich ein Auto. Manche bezeichnen es zwar nicht unbedingt als Auto, weil es ist ein Skoda Fabia, aber das ist quasi mein Bezug und dem Umstand, dass ich in Zwickau auch mit Leuten studiert habe, die oder zusammen gewohnt habe, die in der Automobilindustrie am Ende gelandet sind. Aber ja, wollen wir ins Thema einsteigen, Stefan? Ja. Ja, also in der ersten... Du erst nochmal. Nee, du bist der Chef. Okay, dann starten wir jetzt. Ja, und in der ersten Folge haben wir ja über die Rollen und die Behandlung in der Ordnungspolitik gesprochen. Und du sagtest ja, mehrmals ungleiche Spieler können nicht gleich behandelt werden. Und im DAX sind BMW, Continental als Zulieferer, Volkswagen und Daimler ja die Schwergewichte der Automobilindustrie. Und ja, da stellt sich natürlich schon mal eingangs die Rolle, inwieweit nimmt die Automobilindustrie hier eine Sonderrolle in der deutschen Wirtschaft ein, die, ich sag mal, eine ordnungspolitische Sonderbehandlung rechtfertigen würde? Ja, ordnungspolitische Sonderbehandlung soll es für niemanden geben, weil das in gewissermaßen ein Widerspruch in sich ist. Ordnungspolitik heißt, wie wir letzte Woche geklärt haben, Gleichbehandlung einerseits und andererseits möglichst auch den Preismechanismus in Ruhe lassen. Aber dazu kommen wir noch. Es ist eine ganz besondere Industrie aus unterschiedlichen Gründen. Und das rechtfertigt zumindest einen besonderen wissenschaftlichen Blick darauf.
Wenn man schaut, wie wichtig die Industrie ist, stößt man auf einige echt interessante Kennzahlen. Wenn man so die Arbeitsplätze ins Auge fasst, stellt man fest, dass ungefähr jeder 10. industrielle Arbeitsplatz der Autoindustrie zuzurechnen ist. Also von den grob gesagt 8 Millionen Industriearbeitsplätzen sind ungefähr 800.000 in der Autoindustrie. Das ist jetzt weder viel noch wenig, aber es ist eben spannend, sich auch die Qualität dieser Arbeitsplätze anzuschauen. Ich finde es häufig in der öffentlichen Diskussion ein bisschen problematisch, wenn man sagt, naja, der sekundäre Sektor, also die Industrie, die schrumpft ja sowieso, die verlagert sich sowieso nach Asien oder Osteuropa oder wohin auch immer. Aber das trifft auf die Autoindustrie so eigentlich nicht zu. Also wenn man sich die letzten, man kann fast sagen, 20 Jahre anschaut, oder vielleicht auch sogar, also wenn man sich die Zeitreihen bis in Mitte der 90er anschaut, stellt man fest, dass die Autoindustrie eine ziemlich kluge Transformation damals hinbekommen hat, indem man eine sehr ausdifferenzierte Arbeitsteilung eben mit Asien und Osteuropa hinbekommen hat. Und diese Arbeitsplätze sind eben dauerhaft da. Die sind weder am Schrumpfen noch am Wachsen. Es ist ein ganz beständiger Sockel. Und ja, knapp 800 oder knapp 1 Million Arbeitsplätze ist nicht wenig. Außerdem sollte man natürlich sagen, dass Automobilindustrie und Maschinenbau, was ja häufig kaum auseinanderzuhalten ist, für verschiedene Regionen des Landes, wie zum Beispiel Sachsen oder Baden-Württemberg, einfach von absolut entscheidender Bedeutung sind. Was, glaube ich, auch ein gewisser Mythos ist, ist, dass diese Industrie vor sich hinschläft und nicht forscht. Das ist ja das, was man heutzutage ganz häufig als Vorwurf hört, sie habe jetzt die Elektromobilität verschlafen und so weiter und so fort. Es kann durchaus sein, dass sie bestimmte Produkte verschlafen hat. Das heißt, dass sie eben in Sachen Produktinnovation vielleicht nicht ganz so revolutionär unterwegs war wie Tesla. Aber die Prozessinnovationen, das heißt, wie man Autos macht, haben unglaublich viel Forschungs- und Entwicklungsgelder attrahiert in der Industrie. Man kann eben sagen, dass 30% aller Jobs in Deutschland, die mit Forschung und Entwicklung zu tun haben, in der Autoindustrie sind. Das ist eine ganze Menge und man soll natürlich auch bedenken, dass gerade in diesen Regionen, die am Auto hängen, unglaublich viele Dienstleistungsjobs mittelbar an der Prosperität dieser Branche hängen, sei es im Tourismus oder Einzelhandel. Das heißt, es geht ja nicht nur um 800.000 Menschen, sondern um 800.000 Existenzen und strukturell auch nochmal an vielen Millionen Existenzen, die von diesen Arbeitsplätzen abhängen. Also das Ganze ist nicht zu vernachlässigen und auch nicht, nicht kleinzureden. Hm. Gleichzeitig ist es so, dass es der Industrie schon vor Corona nicht so ganz wunderbar ging. Das hast du ja auch in der Anmoderation erwähnt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Autos wurden denn produziert in Deutschland, so stellt man fest, dass schon seit 2016 ein gewisser Rückgang eigentlich da ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie die Autoindustrie, also die dortigen Manager, stimmungsmäßig unterwegs sind, stellt man auch fest, dass seit 2017 da ein Sinkflug ist. Ob es jetzt nur der Dieselskandal ist, ob es nur die Angst vor Tesla ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber bestimmte Standortbedingungen, und damit hat Ordnungspolitik sehr viel zu tun, haben sich nicht unbedingt zum Vorteil gebessert. Die Strompreise in Deutschland sind inzwischen mit die höchsten in der ganzen EU. Die Steuerlast hat noch nicht zugenommen, aber es gilt eben gleichzeitig, dass sie in anderen Ländern abgenommen hat, sodass der Standort Deutschland als Produktionsstandort eben durchaus an Attraktivität verloren hat. Und dann kommt das dazu, was du eben auch erwähnt hast, Normen wie Euro 7, die sehr verunsichern und die EU als Ganzes, als Standort sowohl für die Produktion als auch eben für den Verkauf von Autos nicht unbedingt attraktiver machen, aber da kommen wir auch noch dazu. Für mich bedeutet Ordnungspolitik hier vor allem eine Sache, dass man nicht unbedingt so tut, als wenn die Politiker wüssten, was die richtige Technologie ist, also zum Beispiel Elektro, und dass man eben diese Technologie, von der man meint, warum auch immer, dass sie der Königsweg in die Zukunft sei, dass man sie eben nicht privilegiert mit den vielfältigsten Tools, wie man es heutzutage tut.
diese Industrie, über die wir heute reden, hat schon in sich genug Dynamik und genug Umbrüche, als dass die Politik mit der Brechstange sozusagen weitere Dynamik von außen erwirken sollte. Dabei würde ich es jetzt eben erstmal für die Einleitung belassen. Jetzt, ja, danke erstmal für den Überblick und die Einführung auch in die ordnungspolitischen Facetten der Automobilindustrie. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel über den Dieselskandal gesprochen haben. Und das ist natürlich immer interessant zu fragen, wie dieser Dieselgate, wie es immer so durch die Medien ging, auch in so einem Kontext gesehen werden kann. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Also ich habe den Ausbruch von dem Ganzen sehr lebendig in Erinnerung, weil zu Beginn ging es ja primär um VW und man konnte in den ersten Wochen noch nicht so ganz absehen, ob der Konzern das Ganze auch wirklich überlebt, wenn es zu noch mehr Sammelklagen und Ähnlichem in den USA gekommen wäre. Also ich kann mich durchaus an Gespräche auch mit Studenten erinnern, bei denen es hieß, wird VW und damit auch unser Standort hier in Zwickau das Ganze überhaupt überleben. Man soll die Sache nicht schönreden. Die betroffenen Manager haben kriminell gehandelt. Das ist völlig richtig und nicht zu beschönigen. Gleichzeitig fand ich auch wieder als relativ unparteiischer Beobachter, der auf diesen Skandal geschaut hat, eine Sache so ganz eigenartig. Man konnte, glaube ich, merken, dass viele Bürger dieses wunderbaren Landes, nicht nur Journalisten, aber vielleicht gerade Journalisten, weil man sie häufiger eben hört medial, einen unglaublichen Hass auf diese Industrie haben. Die Art und Weise, wie man den Skandal aufgearbeitet hat oder überhaupt erstmal angegangen hat, fand ich nicht gerade von Mäßigung und Sachlichkeit geprägt, sondern es war auch unglaublich emotional. Man hatte das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass viele Leute jetzt endlich einen dankbaren Anlass haben, um mit dieser Industrie endgültig abzurechnen. Und das ist eben problematisch. Es ist die letzte führende Industrie des Landes. Deutschland war mal die Apotheke der Welt, ist es jetzt nicht mehr. Also wenn man mit unkluger Politik auch die Axt an dieser Industrie anlegt, muss man sich tatsächlich Gedanken machen. Ich wohne in Zwickau in der Hölderlinstraße. Niemand weiß inzwischen, wer Hölderlin ist. Aber ich glaube, dass diese Haltung zum Auto bei sehr vielen durchaus mit der deutschen Romantik zusammenhängt. Und da ist ja so eine ganz eigenartige Mischung aus Abscheu oder mindestens Unbehagen, sowohl am kommerziellen als auch am technologischen. Und irgendwie ist diese Mischung der Romantik, die hat sich dann über VW und die anderen Übeltäter im Dieselgate auf eine Art ergossen, die ich ungesund fand. Nochmals, das kriminelle Verhalten der Manager gilt es nicht irgendwie zu beschönigen, aber gleichzeitig soll man auch nicht irgendwie eine besondere Lust am Untergang dieser Industrie versprühen, wie es damals eben viele getan haben. Hm. Und es stellt sich auch die Frage, also Sozialwissenschaft betreiben heißt ja auch Akteure verstehen, es stellt sich auch die Frage, warum haben es ja diese Manager gemacht? Waren es nur die unübersichtlichen Strukturen innerhalb von Konzernen? Waren es nur die schlechten Anreize, die man ihnen vielleicht gesetzt hat? Oder war und ist es vielleicht auch so, dass die Richtlinien, eben die Normen, mit denen sich die Industrie rumschlagen muss, inzwischen so sind, dass ein solches kriminelles Verhalten fast das einzige ist, mit dem solche Technologien überhaupt noch produziert werden können. Und da sind wir wieder an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Industrie. Und über die sollten wir, glaube ich, tatsächlich noch intensiver reden. Denn wenn die Normen so sind, und das sagen ja Kollegen hier in diesen Verteidigungen, über die ich gerade sprach, wenn man mit Diplomarbeits- oder Bachelorstudenten sich unterhält und mit den Kollegen von den technischen Fakultäten, dann sagen sie eben, dass die heutigen Normen
zumal wenn wir künftig über Euro 7 reden, kaum noch einzuhalten sind. Das ist technologisch irgendwann einfach nicht mehr drin, diese Vorgaben zu erfüllen. Und dann ja, bleibt eben entweder, dass man mit irgendwelchen kriminellen Tricks die Autos irgendwie ausstattet und verkauft, oder aber, dass eben diese Industrie wegbricht. Und ich weiß nicht, was davon das kleinere Übel ist. Ja, das wird sich zeigen. Aber ich möchte, bevor wir auf solche Punkte kommen, wie die Euronorm oder vielleicht sogar andere Maßnahmen, die wir vielleicht schon mal in anderen Ländern jetzt gesehen haben, mit denen sich andere Automobilkonzerne herumschlagen bzw. begegnet sehen. Die deutschen Autohersteller sind ja entgegen vieler Erwartungen doch recht gut ins Jahr 2021 gestartet. Und wenn man so ein bisschen die Medienberichterstattung liest und schaut, auch die letzten Monate von des vergangenen Jahres, des Corona-Jahres, liefen zumeist schon überaus erfolgreich. Wenn man sich die Zahlen jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man vor allem, dass Konzerne eben wie Volkswagen, BMW, Mercedes oder in dem Sinne Daimler, nahezu ausschließlich dafür den chinesischen Markt herangezogen haben, um halt eben Gewinne einzufahren oder Corona-bedingte Verluste möglichst erträglich zu machen. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, ist jetzt für eine Exportnation wie Deutschland eine stabile Binnennachfrage im Sektor Automobilindustrie überhaupt notwendig, wenn zum Beispiel China so stark ist? Ja, die Binnennachfrage tut natürlich immer gut, aber ich glaube, dazu ist Deutschland inzwischen im Vergleich zu den Weltmärkten zu klein. Wenn man vielleicht von Binnennachfrage spricht, dann sollte man die EU ins Auge fassen, als der Binnenmarkt, an dem sich die Autoindustrie eben ohne jegliche Schranken orientieren kann. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es quantitativ so entscheidend ist. Wie du völlig zu Recht gesagt hast, kommt die Dynamik und das Wachstum für die Industrie aus Asien, vor Corona auch aus Nordamerika und eben nicht unbedingt aus Europa. Qualitativ ist diese Binnennachfrage schon wichtig und war auch historisch wichtig, denn wenn man anspruchsvolle Kunden hat, die in allen Preissegmenten Autos erwarten, die qualitativ gut sind, dann ist es für diese Firmen, die eben in der Nähe sind und zunächst mal diese Kunden haben, ist es durchaus ein Antrieb, eben gute Autos herzustellen, weil die Kunden etwas anderes nicht kaufen würden. Und außerdem ist die Binnensituation dahingehend wichtig, als die Ballung der Konzerne in geografisch sehr, sehr kleinen Räumen im Vergleich zu anderen Kontinenten. Diese Ballung führt natürlich dazu, dass sich der Wettbewerb zwischen den Firmen eben intensiviert und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Was nicht heißt, und das sehen wir jetzt bei der Elektromobilität, dass diese Spieler plötzlich nicht unbedingt wettbewerbbar sind, sondern in einigen technologischen Aspekten und in einigen Bereichen der Wertschöpfungsstufe vielleicht miteinander auch kooperieren. Aber ja, der qualitativ anspruchsvolle Kunde ist in der Tat eine wichtige Voraussetzung, damit eben auch eine sich permanent verbessernde Industrie etabliert und nicht nachlässt. Ja. Ich möchte nochmal bei den aktuellen Zahlen bleiben, weil ich gesehen habe, als klassischer Tagesschau-Schauer gesehen, dass eben der Reingewinn bei den großen Autobauern trotz Pandemie sich in den vergangenen Quartalen tatsächlich positiv entwickelt hat. Und innerhalb der Nachricht kam dann raus, ja, ein Grund dafür waren vor allem Kostensenkungen, gerade bei den Lohnkosten. Und es klang für mich so ein bisschen getriggert, aber haben die großen Autobauer von den Regelungen wie zum Beispiel Kurzarbeit in der Produktion profitiert oder vielleicht schärfer oder pointierter gefragt, haben wir jetzt mit steuerfinanzierten Hilfsprogrammen wie die Kurzarbeit das Jahresergebnis von Daimler erst ermöglicht? Dazu müsste man ziemlich genau Daimler und seine
wie soll ich sagen, Kosten- und Leistungsrechnung und GOV und Bilanz Punkte kennen, das tue ich nicht. Aber Kurzarbeit steht eben, soweit eine beliebige Firma die Bedingungen erfüllt, einem jeden Unternehmen zu. Und Ordnungspolitik heißt eben, dass dieses Unternehmen Daimler sein kann oder die Bäckerei hier in Zwickau um die Ecke. Da sollte man eben aus meiner Sicht nicht zwischen großen und kleinen Unternehmen unterscheiden, sondern eben feststellen, steht einem dieser Anspruch zu? Und wenn ja, sollte es die Firma bekommen. Im Frühjahr sah es ja gar nicht so rosig aus. Denn, und da sind ja viele Firmen, also nicht nur die OEMs, sondern auch viele Zulieferer in die Kurzarbeit. Das Eigenartige fand ich am Corona-Schock für die Autoindustrie war, dass sich das erste Mal gezeigt hat, dass diese Lieferketten, über die ich sprach, also diese ausdifferenzierten Lieferketten der Arbeitsteilung mit Osteuropa und Asien, wie sie sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben, dass die eigentlich anfällig sind, dass die verletzlich sind, wenn wir, und das haben wir sonst eigentlich nie gemacht, in den letzten Jahrzehnten, wenn wir Grenzen zumachen. Ja. Das heißt, dieser Angebotsschock, der kam, das heißt, die Angebotsseite, also die Autoindustrie als Hersteller, dieser Angebotsschock war schon heftig. Und ich glaube, dass eben diese Frage, inwieweit man Lieferketten so basteln kann, wie man es bisher getan hat, oder inwieweit man sich eben dagegen absichern muss in der Zukunft, weil bestimmte Länder vielleicht anfälliger sind, wieder die Grenzen zu schließen als andere. Das wird uns noch lange beschäftigen. Jedenfalls war das Frühjahr für die Industrie durchaus eben nicht nur davon geprägt, dass vielleicht weniger Autos kurz gekauft wurden, sondern dass die Produktion von Autos und dieses Geschäftsmodell einer globalen Supply Chain plötzlich nicht ganz so unkritisch im Raum stand. Und deswegen, wenn es jetzt am Ende des Jahres gut gelaufen ist für die Konzerne, freue ich mich. Man besteuert ja diese Gewinne, die verschwinden ja nicht ins Off. Aber wenn man eben sich das Frühjahr und den Sommer anschaut, war es für sie nicht ganz ohne. Und man erlebt ja auch im Moment, dass eine Mutante des Virus wieder mal zu Grenzschließungen führen kann. Und da sind eben diese Lieferketten unglaublich davon betroffen. Aber die Kurzarbeit ist keine Subvention für eine besondere Firma, sondern etwas, worauf sich der deutsche Sozialstaat aus meiner Sicht klugerweise irgendwann entschieden hat und gesagt, ja, das ist ein Instrument, mit dem vielleicht Arbeitslosigkeit vermieden werden kann. Und dieses Instrument steht jedem zu, ohne dass man sagt, du bist gut, weil du groß bist, oder du bist gut, weil du klein bist, sondern man sollte da eben nicht diskriminieren, sondern das Instrument jedem zugestehen, der die Bedingungen erfüllt. Das ist quasi diese Gleichberechtigung. Und ich möchte mal einen Cut machen hier zur heutigen Zeit und einen kleinen ordnungspolitischen Blick in die Vergangenheit werfen. Denn wir reden ja auch mal über ordnungspolitische Maßnahmen. Und Deutschland hat ja 2009 als eines der ersten Länder Milliarden an Steuergelder genommen und ausgeschüttet, um alte Autos auf den Schrottplatz und ja, Neuwagen an die Frauen und den Mann zu bekommen. Hieß Abwrackprämie. Jetzt gibt es die Umweltprämie, ich glaube bis zu 6.000 Euro für ein E-Auto, das man sich dann quasi holen kann. Also nutzt auch, wie gesagt, die Regierung oder Regierungen der Vergangenheit gewisse ordnungspolitische Maßnahmen im Rahmen der Automobilbranche. Jetzt hat ja offensichtlich 2009 mehr so Kleinwagenanbieter wie Kia, Fiat und Suzuki von der Abwrackprämie profitiert. Und jetzt gibt es ja noch die Umweltprämie, wo ich mir jetzt denke, okay, kann man vielleicht beide Prämien miteinander vergleichen? Waren das unterschiedliche Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielsetzungen? Und wie bewertest du diese Form, sag mal, von ordnungspolitischen Maßnahmen und im direkten Vergleich?
Verschiedene Maßnahmen sind tatsächlich ordnungspolitisch unterschiedlich konform. Und diese Prämien, die ich durchaus unterschiedlich sehe, die Abwrackprämie versus die Umweltprämie, die sind immerhin dahingehend besser als vielleicht eine unglaublich scharfe Norm. Die sind dahingehend besser, als der Markt solche Subventionen einfach dahingehend verarbeitet, als er einfach ein neues Gleichgewicht findet. Also es ist nicht so, dass man mit solchen Subventionen die Gleichgewichtigkeit des Marktes so zerschießt, wie man es ja zum Beispiel tut, wenn man eine Mietpreisbremse oder sonstige sehr rabiate Mittel wählt. Also es ist nicht ordnungspolitisch unglaublich sauber, aber es ist sauberer als bestimmte andere wirtschaftspolitische Maßnahmen. Natürlich ist es ordnungspolitisch dahingehend unsauber, als man eben diesem einen Sektor der Autoindustrie damit hilft und das Steuergeld haben aber alle Sektoren bezahlt. Das heißt, es privilegiert den einen Sektor und alle anderen zahlen für dieses Privileg. Jetzt, der Unterschied zwischen Abwrack- und Umweltprämie, finde ich, ist auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass damals die Abwrackprämie eine primär konjunkturelle Maßnahme war. Also es ging ja im Wesentlichen darum, dass man, indem man der Autoindustrie hilft, die Konjunktur anschiebt. Also man hat einfach zusätzliche Nachfrage erzeugt, indem man die Abwrackprämie den Bürgern der Bundesrepublik zugestanden hat. Und damit hatte die Autoindustrie was davon. Aber vor allem gab es gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die man eben in der Finanz- und Wirtschaftskrise ganz, ganz wichtig fand. Und das wäre sie ja heute genauso. Beide Krisen haben eben durchaus so ein gewisses keynesianisches Fenster aufgemacht. Und genau. So, das heißt, die Abwrackprämie war eben vor allem eine konjunkturelle Maßnahme. Bei der Umweltprämie sehe ich das nicht ganz so, denn erstens sind die E-Autos noch ein Nischenmarkt. Und zweitens geht es ja, und das ist ja unsere heutige Folge, um eine strukturelle Veränderung innerhalb des Sektors. Es geht ja nicht darum, der Autoindustrie zu helfen, sondern es geht darum, einem bestimmten Produkt zu helfen. Und wie gesagt, dieses Produkt ist noch nicht so bedeutungsvoll, dass es für die gesamte Konjunktur relevant ist. Aber die Umweltprämie könnte eben helfen, dass die Elektromobilität durch diese Privilegierung attraktiver wird. Das ist der reine Unterschied, strukturell versus konjunkturell damals. Aber der zweite Unterschied ist eben so ein bisschen die Gerechtigkeitsfrage. Also damals, wenn man so schaut, welchen Anbieter hat es eigentlich geholfen? Also wer hat von der Abwrackprämie eigentlich profitiert? Dann waren es ja die Hersteller von kleinen oder Mittelklasse-Autos und häufig eben ausländische Produzenten, aber das ist ja egal. Jedenfalls wurde mit der Abwrackprämie besonders das Segment des Marktes angestoßen, in dem eben Leute mit niedrigen und mittleren Einkommen sich tummeln als Kunden. Und mit der Umweltprämie privilegiert man ganz andere Menschen. Eben diejenigen, die sich grundsätzlich ein hochpreisiges Auto leisten können. Und denen macht man es jetzt noch leichter, indem man sagt, du bekommst die Prämie dazu. Das finde ich mit egal welchem Verständnis von Gerechtigkeit durchaus schwierig, weil das Steuergeld für diese Umweltprämie von jedem bezahlt wird, während die Empfänger Besserverdiener sind, die dann eben zulasten der Allgemeinheit diese Umweltprämie bekommen. Also man könnte sagen, dass die Abwrackprämie eine Umverteilung von oben nach unten war oder von der Gesamtgesellschaft nach unten. Und die heutige Umweltprämie ist dann eben eine Umverteilung von oben oder von unten oder von der Gesamtgesellschaft nach oben. Und so eine Umverteilung von unten nach oben tut der Legitimität der Ordnung, in der wir leben, nicht gut, wenn sie politisch thematisiert wird.
Deshalb finde ich, dass die beiden Maßnahmen, ähnlich wie sie klingen, dann doch ziemlich unterschiedlich beschaffen sind, sowohl strukturell, konjunkturell, als auch was die Gerechtigkeitsfrage der Umverteilung angeht. Vielleicht nochmal eine Zusatzfrage. Kann man sagen, dass die Umweltprämie auch bestimmte Gruppen ausschließt? Gruppen, die, ich sag mal, nicht unbedingt aus struktureller oder aus Gründen von Örtlichkeiten sich ein E-Auto leisten oder kaufen können, weil beispielsweise keine Ladestationen vorhanden sind. Also ist es eine Prämie, die gewisse Gesellschaften komplett ausschließt? Kann man das sagen? Dazu muss ich wieder auf mein Nicht-Spezialistentum pochen. das kann ich kategorisch nicht sagen. Natürlich ist das E-Auto als Produkt etwas, was sich in den letzten 10 Jahren unglaublich entwickelt hat. Und es gibt inzwischen Produkte, die durchaus auch, sagen wir, mit einem VW Golf preislich vergleichbar sind. Aber das Produkt bleibt dennoch von seiner Beschaffenheit ein hochpreisiges, ja, im Vergleich zu dem Gesamtmarkt. Es kann sein, wenn die Innovationen dort weiter vorankommen, dass es irgendwann ein normales Auto wäre. Und dann würde zumindest eben diese Gerechtigkeitsfrage entfallen. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also neulich habe ich mit einem Studenten lange drüber gesprochen und fand die Preisentwicklung bei Tesla, aber eben nicht nur bei Tesla, durchaus ziemlich beachtlich. Also die Kostensenkungen, die dort sich eingestellt haben in den letzten 10 Jahren, finde ich schon sehr beachtlich. Okay. Da stellt sich aber auch die Frage, müssen wir, wenn es so ist, also wenn die Firmen so erfolgreich sind in ihren Prozessinnovationen, also im immer günstigeren Bauen von Autos, warum müssen wir denen auch noch Subventionen geben? Aber das ist vielleicht eine etwas andere Frage. Genau. Ich möchte für den nächsten Part der ordnungspolitischen Maßnahmen geht es erstmal grundsätzlich darum, was zu erklären, was eigentlich generell schon, ich sag mal so, in unserem Kreis angekommen ist. Wir erkennen ja logischerweise an, dass der Klimawandel menschengemacht ist und wir wissen vor allem, dass die motorisierte Individualmobilität hier einen gewissen Beitrag zur Klimaerwärmung leistet. Das ist wissenschaftlich auch schon nachgewiesen. Und jetzt geht's los, dass zum Beispiel in Großbritannien und in Schweden ab 2030 keine Verbrenner mehr verkauft werden sollen. Also das ist so der politische Wille, der da gerade vorherrscht. Und ja, Angebot und Nachfrage machen ja den Markt aus und doch scheint das Konstrukt nicht unbedingt gut fürs Klima zu sein. Wie würdest du die Maßnahmen wie ein Verkaufsverbot oder ein generelles Verbot von Verbrennungsmotoren als ordnungspolitische Maßnahme bewerten? Ich halte es für unklug. Einfach deswegen, weil es mit einer, ich nenne das einfach mal und erkläre, was ich damit meine, weil es mit einer epistemischen Arroganz einhergeht. Also diejenigen, die den Verbrenner verbieten wollen, maßen sich an zu wissen, dass diese Technologie eine Sackgasse sei und dass in ihr keine substanziellen Verbesserungen möglich sind, um halt den Klimaschutz zu fördern. Und das finde ich schwierig. Also wenn ich sage, dass ich kein Fachmann bin, wünsche ich es mir genauso auch für die vielen Meinungsmacher und Intellektuellen, die über das Thema reden und die so tun, wie wenn sie ein Diplom in Kraftfahrzeugbau zum Verbrenner hätten. Das haben wir alle nicht und da sollten wir auch etwas demütiger sein. Und ich verstehe nicht, warum man mit solchen sehr symbolträchtigen Aussagen wie wir verbieten den Verbrenner ab 2030 oder so, sich brüstet. Also 2030 ist ziemlich bald und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir bis dahin all die Voraussetzungen geschaffen haben, um komplett auf Elektro oder worauf auch immer umgestiegen zu sein. Ich finde, es ist ein gewisser Populismus drin. Populismus muss ja nicht immer von den Trumpisten kommen. Es gibt auch einen grünen Populismus. Und
ich meine das gar nicht emotional oder aggressiv, sondern ich finde es eben, ich finde es schwierig. Wir leben, und das ist ja der Anlass unserer Reihe, in einer Zeit, die dynamisch genug ist. Ja, also in der die Ordnungen, in denen wir leben, schon fragil genug wirken. Und wenn die Politik kommt und sagt, im Übrigen verbiete ich den Verbrenner, und das heißt, ich mache eben die bisherigen Wertschöpfungsketten zu, halte ich das für wahnsinnig schwierig. Der Beitrag für den Klimaschutz, den sehe ich marginal. Und wenn man das will, kann man das ja auch über sehr viel elegantere Wege erreichen, wie Emissionszertifikate, die man auch für Private eben verpflichtend machen kann. Aber eben, ich finde, dass der Staat, und damit meine ich konkrete Politiker, sich dieses Wissen, ob in dieser Technologie etwas steckt oder nicht, dass sie dieses Wissen nicht vorgaukeln sollen. Und wie wir im Moment auch in der Corona-Krise erleben, ist das Abwägen zwischen A und B nicht unbedingt die Stärke der Politik. Deswegen sollte sie eben in diesen Wirtschaftsprozess, in die Entscheidung zwischen den einzelnen Technologien nicht ganz so rabiat reingrätschen, wie sie es seit einigen Jahren tut. Was ich ganz spannend finde, ob man einen Vergleich ziehen kann. Und zwar, dass man Technologien wegreguliert oder verbietet, ist in dem Sinne jetzt nicht so neu. Also wenn man jetzt auf den Atomausstieg schaut, das ging ja sogar relativ schnell, beziehungsweise war die Debatte darüber relativ fix beendet. Jetzt spricht man auch logischerweise über die Kohle und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, was für ein Bild wirft das denn auf eine Politik, die so agiert? Und vor allem, ist es überhaupt vergleichbar? Kann man Atomausstieg mit dem Ende des Verbrenners vergleichen? Gewissermaßen schon, glaube ich. Es ist kein perfekter Vergleich, aber also die Diskussion um den Atomausstieg hat ja nicht bei Fukushima angefangen, sondern ging natürlich Jahrzehnte früher los. Deswegen kann man vielleicht fast sagen, dass die Atomausstiegsdebatte, was die Länge und eben den Zeitraum für den Austausch der Argumente, dass die etwas länger und damit vielleicht ein Stück weit auch rationaler war. Aber beide Entscheidungen, wenn es denn bei dem Verbrenner dazu kommt, laufen darauf hinaus, dass eben in der Tat eine Technologie als Sackgasse bezeichnet wird und entschieden wird, dass sie nicht mehr verfolgt wird. Und das finde ich eben ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig. Damals dachte man, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus und die Welt folgt. Passiert ist das Gegenteil. Und es werden auch neue Typen von Reaktoren erforscht und eben gegebenenfalls dann in Betrieb genommen. Also wir sind dann wieder bei Hölderlin und der Romantik. Also so eine Deutschland galt so in der Zeit von Siemens oder AEG als das Land der Ingenieure. Aber ich glaube, in der Bevölkerung gab es immer schon so eine technologisches Unbehagen, und das macht sich an diesen Sachen bemerkbar. Und mich stimmt in der Tat pessimistisch, dass man bestimmte alte Technologien dann einfach verbietet und sagt, das ist dann nicht mehr. Und bei neuen Technologien wie der Gentechnik zeigt man sich genauso verschlossen. Irgendwann hat man sich dann aus all den Märkten, in denen Innovation passiert, hinauskatapultiert. Und das kann, also wenn die Unternehmen das nicht hinbekommen, würde ich das halt akzeptieren müssen. Aber ich finde es schon schwierig, dass die Politik da eine unheilvolle Rolle spielt. Ja, ich würde kurz noch bei dem, erstmal grundsätzlich noch beim Klimawandel bleiben und einen Blick auf die Elektromobilität werfen. Denn Elektromobilität wirft tatsächlich ja auch ein paar Fragen auf, gerade was auch Ordnungspolitik angeht. Und ja, in China, in den USA, allgemein auch in Asien, sind diverse Produzenten ja schon auf dem Vormarsch. Ich glaube, du hast Tesla hast du angesprochen als Beispiel in den USA. Und man hat das Gefühl, dass das Ausland den deutschen Autobauern doch ein Stück weit voraus ist.
Mal jetzt ohne Zahlen konkret zu wissen. Aber man fragt sich, muss man hier ordnungspolitische Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit eventuell nutzen oder soll jetzt hier die hiesige Industrie das aus eigener Kraft schaffen können, wiederum anzuschließen? Was denkst du? Also die Geschäftszahlen, die du genannt hast, und die sind seit etlichen Jahren so, zeigen, dass es die Industrie von alleine unbedingt kann. Und außerdem ist es ja nicht unbedingt so, das sage ich mit einem Smiley, dass wir heutzutage hohe Zinsen hätten und es schwierig wäre, sich zu verschulden. Also wenn die Industrie Projekte im Bereich der Elektromobilität als sinnhaft empfindet und befindet, dann hat sie sowohl in sich als auch am Kapitalmarkt mehr als genug Mittel, um diese Projekte zu bewerkstelligen. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, dass der Steuerzahler für irgendein Batteriewerk oder Ähnliches bluten muss. Also das will mich nicht einleuchten. Es gibt eben diese verschiedenen anderen Punkte, über die wir kurz sprachen, die der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht unbedingt gut tun. Also die deutsche Steuerlast ist inzwischen eine der höchsten unter den OECD-Ländern. Und inzwischen ist es ja so, neulich eine kleine Diskussion auf Twitter, dass sogar Frankreich überlegt, die Besteuerung für Unternehmen zu senken. Wenn Frankreich das überlegt und Deutschland es nicht tut, sind wir an einem ziemlich neuralgischen Punkt angelangt. Die Stromkosten sind eine absolute Tristesse und die Verlagerung der Produktion, sowohl bei BMW als auch bei Daimler, die in den letzten Monaten angekündigt wurde, in andere europäische Länder sogar, also nach Österreich oder England, hat auch damit zu tun, dass energieintensive Produktion einfach inzwischen nicht besonders attraktiv im Land ist. Und das sind Sachen, da kann die Politik sehr viel tun, ohne dass es eine Subvention für besondere Spieler oder für eine besondere Industrie ist. Also die Rahmenbedingungen verbessern, das wäre die eine Sache. Die zweite Sache finde ich, wenn die Politik meint, da zu viel Geld zu haben oder helfen zu wollen, was Politiker natürlich irgendwie gerne tun, dann kann sie es ja tun, indem sie Mittel in die Grundlagenforschung steckt. Ja, also die angewandte Forschung macht die Industrie ziemlich, ziemlich gut und investiert zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr. Aber üblicherweise sagen wir, dass die Grundlagenforschung der Bereich der Forschung ist, der dem Staat obliegt. Und da kann der Staat gerne den Max-Planck-Instituten oder Fraunhofer eben noch mehr Mittel geben, damit dann eben der Verbund aus diesen Instituten und der Industrie je nach Grundlagenforschung mehr erreicht. Das fände ich ordnungspolitisch eigentlich ziemlich sauber, weil wir eben den Konsens haben, dass Grundlagenforschung meistens, stimmt ja auch nicht immer, aber zumindest in der ökonomischen Theorie spricht ja viel dafür, dass es der Staat tut. Und drittens, das ist mir wahnsinnig wichtig, soll der Staat, statt sich auf die eine Industrie einzuschießen, eben Technologieoffenheit signalisieren. Also Politiker sind keine besseren Menschen. Die sind Menschen genauso wie du und ich. Und genauso wie du und ich nicht wissen, was die Technologie der Zukunft ist, wissen es auch Politiker nicht. Also ich finde, wie soll ich sagen, dieses Bild, Politiker seien besser informiert oder hätten irgendwie oder seien schlauer oder so, das kann und muss man hinterfragen. Und du und ich kennen auch genug Politiker, um zu wissen, dass die weder schlauer noch dümmer sind, sondern eben im Schnitt normale Menschen. Und diese normalen Menschen haben kein überlegenes Wissen. Das heißt, Wasserstoff, Brennstoffzelle, Elektro, Verbrenner sind alles verschiedene Wege. Und diese unterschiedlichen Wege kann man alle beschreiten, soll man auch alle beschreiten und einfach schauen, wo tut sich was, wo sind die Kostensenkungen am krassesten, wo ist die Umweltbilanz am besten und in einem Abwägen von diesen verschiedenen Aspekten wird es eben technologischen Fortschritt geben. Wie wir technologischen Fortschritt überhaupt in den letzten 250 Jahren auch immer gehabt haben. Aber die Politik mit einem Harry Potter-artigen Zauberstab, der dann sagt, es ist die Elektromobilität und nichts anderes, ist schwierig. Warum nicht einfach sagen, das sind die 4 oder 5 Grundtechnologien, die es gibt und je nach Grundlagenforschung versuchen wir sie alle zu betreiben.
Und wir schauen einfach, wo wir in 20 Jahren stehen. Alles andere ist, also ich verstehe die Kontrolle, das Kontrollbedürfnis oder die das Gestaltungsbedürfnis der Politik, aber auf welcher Grundlage? Ja, und dem Klimawandel tut das Elektroauto nicht unbedingt einen riesigen Gefallen, wenn man sich anschaut, wo die Energie herkommt für das Betreiben des Autos, wenn man sich anschaut, wie die seltenen Erden eben gefördert werden. Also es ist auch kein umweltpolitisches Wunderding. Und überhaupt gibt es keine Wunderdinger, sondern wir sollten eben schauen, wie kann man diese verschiedenen Wege einfach ergebnisoffen gehen. Das sollte, glaube ich, das Ziel sein. Das ist eigentlich ein schöner Punkt, ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Aber wir haben noch was vorbereitet. Und zwar noch ein Punkt, der doch viele Menschen, denke ich, rumtreibt und vor allem den viele Leute betreffen. Und zwar seit Beginn des E-Mobility-Trends ist ja immer wieder mal davon zu hören, dass diese Entwicklung auch einen Schock für den Arbeitsmarkt nach sich ziehen könnte. Weil man hat damals mal herausgefunden, weniger Teile, so ein Elektromotor, weniger Teile führen zu weniger Arbeitsschritten, würden zu weniger Menschen führen, die sie ausführen müssen. Das ist jetzt mein Halbwissen, aber jetzt mal mit dem Blick auf Baden-Württemberg, wo jetzt Wahlen anstehen, fragt man sich dann, zumal auch die Berichterstattung darüber unterschiedlich war, erst hieß es, ja, es könnte eine Schockwelle von 410.000 Arbeitsplätzen kommen, die wegfallen und wiederum Studien, die das Gegenteil sagen, aber kann man dann sagen, so eine Schockwelle für den Arbeitsmarkt, wie nach der Wende zu erwarten ist, oder wird das Baden-Württemberg das neue Ruhrgebiet? Wie schätzt du das ein? Ja, also ich, das Letzte, was du gesagt hast, klingt irgendwie absurd, aber ich finde, es ist leider nicht ganz absurd. Also wir haben uns letzte Woche darauf verständigt, dass Prognosen vielleicht nicht ganz so, soll ich sagen, nicht ganz so aufrichtig und ehrlich sind wie Szenarien. Und all die Studien, die du genannt hast, arbeiten mit Szenarientechniken. Und da ist es auch gerade wichtig, und deswegen sind Szenarien so sehr viel hilfreicher als einfach eine Prognose, zu schauen, was sind die Annahmen? Also was nimmt man an über den Anteil der Elektromobilität in den nächsten 10, 15 Jahren? Was nimmt man an eben über die Anpassungsfähigkeit der Industrie dorthin? Aber es ist zweifelsfrei, also technologisch steht es fest, dass ein Bruchteil der Menschen benötigt werden bei den OEMs, also bei den eigentlichen Autoherstellern, wird ein Bruchteil benötigt, um dieses Auto zusammenzuschrauben im Vergleich zu einem Verbrenner. Das ist nun kein Grund, irgendwie als Konservativer zu sagen, wir müssen da alles tun, damit sich das nicht ändert. Es geht ja nicht darum, wie damals die Hersteller von Kerzen gegen die Elektrizität zu sein. Aber eben mein Punkt ist, das, was in Baden-Württemberg produziert wird und was immer noch den überwiegenden Teil der weltweiten individuellen Mobilität in PKWs ausmacht, das ist nicht irgendwas Altes oder irgendwas moralisch Verwerfliches, sondern es ist eine Technologie, die dieser Region oder eben Sachsen eine unglaubliche Prosperität gibt. Wenn die Firmen es nicht schaffen, am Markt sich so aufzustellen, dass es da zu Pleiten kommt, muss es der Liberale akzeptieren, oder auch Ordnungsökonom. Aber diese politische Brechstange, mit der es heißt, ihr müsst jetzt aber zur Elektromobilität, die halte ich auch für politökonomisch gefährlich. Sowohl bei den Autoherstellern als auch bei den Zulieferern. Denn dann hat man es mit sehr vielen Menschen zu tun. Ist jetzt völlig egal, ob es 50.000 oder 100.000 oder 150.000 sind. Es wird ein riesiges mediales Echo geben. Und das sind Menschen, die haben darauf gebaut, dass
dass es diese Technologie gibt. Die haben Häuser, die haben Kredite und überhaupt haben die ein Wohlstandsversprechen auf der Grundlage der industriellen Zukunft des Autos und des Verbrenners gebaut. Und wenn die Politik offen mit Normen und mit allen möglichen Auflagen diese Wertschöpfungskette zerschießt, wird man es nicht einfach haben, es diesen Menschen zu erklären, warum das nötig war. Mhm. Ja, das ist kein marktlicher Prozess dann, sondern eine politische Entscheidung. Und wie man im Frühjahr diese Verletzlichkeit der Lieferketten bei den Grenzschließungen sah, so kann man das auch sonst sehen. Also wenn wichtige Zulieferer eben nicht mitkommen, ist tatsächlich auch die gesamte Wertschöpfungskette, je nach dem Verbrenner, vielleicht irgendwann in Gefahr. Und nochmals, das vielleicht so als Schlusswort meinerseits, die Politik oder überhaupt, sagen wir, der Staat ist für mich eine Institution, die dazu da ist, wenn wir jetzt sagen, Dynamik und Statik gegeneinander, Statik walten zu lassen, Sicherheit walten zu lassen. Das heißt, den Menschen in dieser sehr dynamischen Welt, in der wir leben, trotzdem ein Gefühl von materieller und sonstiger Sicherheit zu bieten. Die Politik ist nicht dazu da, noch mehr Dynamik zu erzeugen, als es Märkte tun. Und wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie arbeitslos geworden sind, weil die Politik diese Dynamik ausgelöst hat, die Lieferkette hinweggefegt hat, dann ist es einfach gefährlich. Politisch ja. Gefährlich und ökonomisch für die entsprechende Region, sei es das Ländle oder Sachsen, tatsächlich super heftig. Ja, und da stellt sich dann auch die Frage, wie das dann später auch in Wahlen bewertet wird. Ich würde gern noch eine Frage aus dem Chat einfließen lassen. Und du hattest es angesprochen, dass den EU-Emissionszertifikatehandel, und hier wird gefragt, ist der EU-Emissionshandel in seiner aktuellen Form ein effektives, ordnungspolitisches Mittel für die Förderung von Nachhaltigkeit? Aus ordnungspolitischer Sicht würdest du sagen ja, oder würdest du da ja Zweifel hegen? Ich würde sagen ja. Der Zertifikatehandel ist alles, wie alles, was der Mensch gemacht hat, nicht perfekt. Das heißt, man kann über Einzelheiten reden, man kann über alles Mögliche, also über die Menge an Zertifikaten, die auf den Markt kommen und so weiter reden, über die Ausgestaltung, über all das kann und muss man reden. Hm. Aber ich finde, es ist ordnungspolitisch die beste Möglichkeit, mit der Frage umzugehen, wie schädlich ist eine Tonne CO2 oder das, was da gehandelt wird. Denn wir wissen es nicht besser. Ja, also die CO2-Steuer, die wir jetzt stattdessen oder wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann obendrauf gepackt haben in den letzten, also zum 1. Januar, ist eine politische Entscheidung. Da sagt die Politik, eine Tonne CO2 ist so und so teuer und damit so und so schädlich. Und weil ich nicht glaube, dass irgendjemand von uns dieses Wissen hat, ist das marktliche Bepreisen an der Börse für eben solche Zertifikate, ich glaube, das Schlaueste, was sich Ökonomen da ausgedacht haben. Es kommt natürlich nicht ganz so daher. Ne? Also ich glaube, wir als politische Wesen hätten gerne lieber so eine konkrete Zahl, also 50 Euro pro Tonne oder was auch immer. Aber wieso? Und wieso ist das auch eine konstante Zahl, wenn wir in einer technologisch so lebendigen Welt leben? Ja, also Technologien ändern sich, damit ändert sich auch deren Energieverbrauch, damit auch deren Emissionen. Und gerade das wird an der Börse abgebildet, weil dann eben seitens der Firmen, die weniger emittieren, eben deren Zertifikateverhalten sich auch verändert und das entsprechend den Preis beeinflusst. Also es ist, glaube ich, wenn wir sagen, dass wir in einer sehr dynamischen Welt leben, der beste Messer für diese Dynamik. Und deshalb allemal klüger als eine von der Politik festgelegte Steuer und allemal klüger und ordnungspolitisch sauberer als halb
ehrliche und halb versteckte Sachen wie eine Norm, die dann sagt, der Verbrenner ist einfach tot, weil er technologisch nicht mehr herstellbar ist mit diesen Abgaswerten. Ja, ja, das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber wer sich nochmal dafür tiefgehender interessiert, ob der Emissionszertifikatehandel funktioniert, wie er funktioniert und vor allem, wie er zu vergleichen ist mit der Steuer, der kann auf die Webseite der Naumann-Stiftung gehen. Dort gibt es ein Dossier, wo quasi beide Lösungen mal gegenübergestellt worden sind und erklärt wird, warum denn die eine Lösung liberaler als die andere Lösung ist. Das kann ich empfehlen. Ja, ansonsten sind wir für heute schon durch. Stefan, vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, für deine ganzen Ansichten und vor allem für deine Erklärungen. Du hast eine Menge Licht in den Nebel gebracht oder den Nebel gelichtet sozusagen. Ja. Und ja, vielen Dank erstmal an dich und für deine Zeit. Sehr gerne. Vielleicht ein ganz kurzes Schlusswort. Gerne. Mein Plädoyer heute war nicht, die Autoindustrie zu subventionieren, sondern die Autoindustrie, also da nicht wie mit der Axt im Walde rumzulaufen und die Sachen, also vielleicht Sachen, die nachhaltig sind, kaputt zu machen. Also keine Bevorzugung, aber auch keine Benachteiligung aus Gründen, die zumindest mir nicht einleuchten. Man kann mich vom Gegenteil gerne überzeugen. Danke dir für die Einladung, Martin. Gerne, gerne. Und noch ein Schlusswort an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächste Woche, 17 Uhr, selbe Zeit, hier geht's weiter. Dann mit einem Blick auf die Außenwirtschaft der 2020er Jahre. Wir reden unter anderem über Freihandelszone, über Freihandel generell, über die verschiedenen Akteure, über die WTO. Und die werden wir in den Fokus nehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen da draußen noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mögen, melden Sie sich an für kommende Woche, Donnerstag 17 Uhr. Dann sind wir beide wieder da. Und solange eine schöne Woche.